Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Zwerge, basierend auf den Romanen von Markus Heitz. Wir befinden uns gerade im Stollen von Lodigonan und unsere Quest ist das. Okay, das haben wir ja. Guren. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Naja, auf jeden Fall. Was haben wir denn von Nebenquests? Irgendwelche? Nö, da ist gut. Ich guck mich jetzt nochmal kurz hier um. Ui. Irgendjemand eine Quest für mich? Nö. Das ist meine Schmiede. Gut, dann gehen wir mal los. Du willst dich ins Abenteuer stürzen, stockst dann aber. Eine Reise über 300 Meilen ohne Proviant und Waffe. Ich sollte vor lauter Begeisterung nicht das Nachdenken vergessen. Ich dachte, die gibt's da draußen irgendwo. Haben wir nicht Proviant bekommen von dem? Nee. Genau, Inventar. Da. Da haben wir doch Proviant. Aber eine Waffe haben wir nicht, da hast du recht. Vielleicht hier in der Schmiede? Ah, Ledertuch. Das ist bestimmt das. Ah, eine Axt. Was für ein Zufall. Ah, es klingt gut. Hat die überhaupt mit einer Axt gekämpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, stimmt, ja, ja. Gerade als du deine Hand zur Tür ausstrecken willst, knurrt dein Magen. Es ist noch nicht einmal Mittag. Ich hab doch Proviant dabei. Ach, ich geh einfach in die Küche. Einmal wild und sinnlos auf den Proviant herumgedrückt. Hallöchen. Hallo, Frala. Ich brauche Proviant. Für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tundil, das ist kein Botengang mehr. Das ist eine richtige Reise. Warte, ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Habe ich ein Geschenk für die? Ich habe ein Geschenk für dich. Einfach. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? Weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können. Doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Ich muss aufbrechen. So. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Hey, Jose. So. Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Frakas, damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Ach. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. So. Dem Inventar hinzugefügt. Ach.
19 Stück. Wir hatten vorher 4, glaube ich. Ja. Wie schön, dich wiederzusehen, Lot-Ionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lius Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Ich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bannschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen, ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein, allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der 6. Die anderen 4 sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Borista aufbrechen. Oh, und da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Habt ihr diesen fetten Typen gesehen? Also, ganz ehrlich, als ich Nudin gelesen habe. Völlig geblendet vom Sonnenlicht kneifst du schon nach wenigen Schritten die Lider zusammen. Die Zeit unter der Erde hat dich derart empfindlich werden lassen, dass du im Schatten einer mächtigen Eiche Schutz vor der Helligkeit suchst. Da sind mir viele Bilder durch den Kopf geschossen, aber das bei weitem nicht. Das hat alles übertroffen. Es sieht ja aus wie so eine Mischung aus Gothmog, aus Herr der Ringe und dieser komische Goblin-Ork-König von der Hobbit Teil 1. Ach du Scheiße. So, das ist mein Typ hier. Was ist das? Schwarzjoch, da müssen wir hin. So, kann ich mir die Welt mal ansehen? Gut, das ist jetzt also sowas wie die Kampagnenkarte, das Toboribor. Das ist hier das Land der Orks, sag ich mal. Was? Mistmarsch? Das kenne ich nicht mal. Prachtstein. Naja, ich gehe jetzt erstmal. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf dem harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheuchst die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schultern. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht. So sieht's aus. Ja, also ehrlich gesagt, es spielt sich wie ein Buch. Gehe weiter. Da ist ein Fragezeichen. Was ist denn das? Deis guten Auen. Das kenne ich, glaube ich, noch. Hufarme.
das? Sangpur. Ja, ich glaube, da gehe ich mal hier lang. Gegen Mittag, als die Sonne hoch am Himmel steht und dir erste Schweißtropfen auf die Stirn treibt, erkennst du etwa 100 Meter vor dir eine Bewegung neben der Straße. Einige Krähen picken an etwas im hohen Gras herum. Als du das Blut auf dem Weg siehst, versuchst du dir einzureden, dass es von einem Tier stammt, das zufällig genau auf der Straße von einem Jäger getötet wurde. Du weißt, dass das unwahrscheinlich ist, und deine Hoffnung schwindet vollends, als zwei menschliche Körper im plattgedrückten Gras neben dem Weg auftauchen. Also ab jetzt lese ich immer vor, was ich nehme für eine Antwortmöglichkeit. Ich habe ganz vergessen, das wird ja gar nicht vorgelesen oder so. Deswegen, damit ihr jetzt nicht wisst, ich habe die Nummer 1 genommen. So, yeah. Muss ich die Axt eigentlich noch ausrüsten? In der Umgebung der Leichen siehst du keine Spuren eines Kampfes. Wurden sie von einem Begleiter erstochen? Ein Fremder hätte sich kaum unbemerkt an sie heranschleichen können. Finde ich auch. Das ist doch ganz gut. Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. Bleib und suche nach weiteren Hinweisen. Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen. Ach so, setzt deinen Weg fort. Das heißt, ich gucke mich jetzt noch mal kurz um. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Ach, da sind die Leichen, die habe ich ja gar nicht gesehen. Du blickst auf einen großen, breitgebauten Mann hinab. Er trägt eine dunkelbraune Lederrüstung, die mit Eisenplättchen verstärkt wurde. Ein Schwert liegt neben ihm. Wollte er sich gegen etwas oder jemanden verteidigen? Am Schwert ist kein Blut. Ein Rucksack, der vermutlich einem der beiden Toten gehörte. Er wurde anscheinend durchsucht und danach achtlos weggeworfen. Durchsuche den Rucksack. Du findest einige Gebrauchsgegenstände, etwas Proviant und eine Landkarte. Auf ihr ist ein Reiseweg von Porista, der Hauptstadt des Magus Nudin, zu Lord Ionans Stollen eingezeichnet. Was, da habe ich gerade was gesehen. Bin ich dumm? Ach, da hinten. Ich frage mich, ob der Proviant überhaupt noch gut ist. Wenn die da schon ein paar Tage liegen. Ah, nichts. Nichts. Natürlich. So, wir haben noch mehr Proviant. Das ist gut. Ist hier sonst noch was? Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. Das ist ja... Gut, ich begrabe jetzt die Toten und setze danach meine Reise fort, ne? Weil ich meine, das gehört sich so, Toten begraben. Und wir müssen ja hier schließlich keine Kosten zahlen wegen Grabstein oder... Es ist eine zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. So, ich will eigentlich... Wo wollte ich hin? Ja, zu diesem Fragezeichen. Was ist das? Zum Gehöft? Nee, ich geh jetzt erstmal hin. Ein Stück abseits vom Weg siehst du einen flackernden Lichtschein durch die Bäume. Er könnte von einem Lagerfeuer stammen.
Schleiche dich näher ran, um herauszubekommen, wer das Feuer entzündet hat. Du schleichst durch das Gebüsch in Richtung des Feuers. Doch du kannst leises Klappern deiner Ausrüstung nicht verhindern. Und immer wieder brechen kleine Zweige unter deinen schweren Schritten. Du fluchst leise. Doch du setzt deinen Weg fort, bis du etwas erkennen kannst. Drei breitschultrige Männer mit Äxten sitzen an einem Lagerfeuer, über dem zwei Kaninchen brutzeln. Allein die Tatsache, dass die Männer laut miteinander scherzen und nicht auf ihre Umgebung achten, hat deine Entdeckung bisher verhindert. So, wir haben ja gerade gesehen, dass mit den Schleichen funktioniert nicht so als Zwerg. Das ist ja irgendwie logisch. Ja, ich drehe da an die Männer heran und lauere. Als du den Rand des Feuerscheins erreicht hast, sagst du freundlich: Seid gegrüßt, mein Name ist... Die Männer sind aufgesprungen und greifen zu ihren Äxten. Wer ist da? Ich werd nicht wieder. Ist das ein Unterirdischer? Die Männer beäugen dich misstrauisch. Ja, ich mach die jetzt kalt und dann still ich die Waffen. Verhökerst du dann im nächsten Gehör. Entschuldigt die Störung, mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin ein Reisender und hätte nichts gegen ein warmes Feuer und Gesellschaft. Mein Name ist Tungdil. Ich bin nur ein Reisender, der nichts gegen ein warmes Feuer und etwas Gesellschaft einzuwenden hätte. Da gibt's jetzt Angst ein auf Unterirdischer will unsere Gesellschaft? Wir sind ehrliche, hart arbeitende Männer. Warum sollten wir uns mit Unterirdischen abgeben? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Der Mann verstärkt den Griff um seine Axt und fährt sich mit der Zunge über die gelben Zähne, ohne den Blick von dir abzuwenden. Ja, also Tungdil ist jetzt nicht gerade so der Krieger, deswegen nehme ich mal dich, die Nummer 3, und die Nummer 1 sowieso total beschwert. Also schön, ich werde gehen, wenn ich hier nicht willkommen bin. Du zuckst betont gleichgültig mit den Schultern und machst drei kleine Schritte nach hinten, ohne die Männer aus den Augen zu lassen. Also schön, wenn ich hier nicht willkommen bin, dann gehe ich. Gut so! Und lass dir bloß nicht einfallen, zurückzukommen, um uns abzumurksen oder zu bestehlen! Wir stellen Wachen auf! Für unterirdischen Abschaum gibt es hier nichts zu holen! So, ich verlasse die Männer wortlos. Mit so einem Gesindel geben wir uns Obwohl nicht Obwohl dir das Blut in den Ohren rauscht, wendest du dich wortlos ab und gehst zurück zum Weg. Krieg zurück unter die Erde! Du versuchst, den Spott zu ignorieren. Es war eine kluge Entscheidung, zu gehen. Du bist kein guter Kämpfer und es ist auch nicht dein Auftrag, dich mit irgendwelchen Holzfällern zu messen. So, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal zu diesem Gehöft hier. Gucken, was da so ist. Oder erstmal nach Gutenau, das ist nicht. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Warda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Ich folge dem. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Hä, was? Aber ich dachte, Gutenauen ist ein Dorf. Ich glaube, wir haben uns da was eingebrockt, Leute. Das ist richtig bescheuert. Ach ja. Ich kann nicht schnell abhauen, oder? Ich gucke mich erstmal um. Ja, ich glaube, wenn ich hier lang gehe. Was ist denn das für Feuer? Ja, das sieht ganz und gar nicht wie ein normales Dorf aus.
Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdische? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Also ich muss sagen, das ist schön vertont und so. Gut, ja, ich möchte die Nacht wirklich nicht unter freiem Himmel. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Wachen bestechen, ja. Eine interessante Dekoration habt ihr da. Die Orkköpfe auf den Spießen sehen frisch aus. Eine Tatsache, die dir aus mehr als einem Grund Unbehagen bereitet. Die da werden Orks nicht abschrecken. Das hoffen wir doch. Je mehr Orkköpfe auf die Spieße wandern, desto mehr Goldmünzen wandern in unsere Taschen. Oder, Jungs? Ja! Okay, die lasst wir haben schon genug Orks getötet, um zu wissen, wie sie ticken. Diese hässlichen Fratzen werden sie anstacheln und dann werden sie vor unseren Toren untergehen. Du bist dir nicht sicher, ob die Söldner tatsächlich so viel vom Töten von Orks verstehen, wie sie sagen, oder ob sie einfach nur keinen Verstand haben. Wann habt ihr diese Orks getötet? Gestern. Haben erst ein paar Späher von ihnen erwischt. Abends haben die anderen dann versucht, sich an uns zu rächen. Mal sehen, wer heute kommt. Erst reden. Geld ist das letzte Mittel. Wollt ihr, dass die Orks mich zerfleischen? Lasst mich rein! Zufrieden stellst du fest, dass deine Stimme weniger besorgt als anklagend klingt. Es ist alte Tradition, dass sich die freien Völker des geborgenen Landes gegen die Scheusale Tions beistehen. Der Söldner scheint seine Möglichkeiten abzuwägen, schüttelt dann aber den Kopf. Bring ein paar Meilen zwischen dich und uns, dann solltest du sicher sein. So sicher, wie man heutzutage sein kann. Ja, dann wachsam bleiben. Ich will kein Geld. Wenn ich etwas bemerke, werde ich schreien. Oh ja, worauf du wetten kannst. Ich habe es jetzt aus Versehen weggedrückt. Kann mal passieren, Leute. Du überlegst, ob du am Feuer auf den nächsten Morgen warten sollst. Hier müsstest du wenigstens nicht frieren. Ja, das ist gut. Wenn die Orks kommen, dann kannst du ja dich schließlich schnell verstecken. So hinter dem Stein oder so. Die werden sowieso nur Augen auf die Köpfe am Tor haben. So, wir schlagen hier... Du hast in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Jedes Geräusch hat dich hochschrecken lassen. Wenigstens musste ich nicht frieren. Mensch, einmal mal durchratzen, ey. Da wird schon nichts passieren. Gut. Wohin jetzt? Da ist das Schwarzjoch, Turmweiler, ein Gasthaus. Wir gehen zum Gasthaus. Seit du Gutenauen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt dich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. So, wir schlagen unser Nachtlager auf an der alten Feuerstelle und legen uns schlafen. Obwohl, warte mal. Nee, doch, bei der Du nimmst das abgebrochene Lager in Beschlag. Wer auch immer hier vorher genächtigt hat, ist offensichtlich heil wieder aufgebrochen. Du nimmst das als gutes Omen und legst dich schlafen. Du träumst von Orks, die sich des Nachts an dich heranschleichen und meinst sogar, das ranzige Fett auf ihren Rüstungen riechen zu können. Der Gestank verstärkt sich und bringt dich zum Würgen. Du reißt die Augen auf und blickst direkt in die Fratze eines Orks, der ein Messer an deine Kehle hält. Noch bevor du dir über deine hoffnungslose Lage ganz im Klaren bist, spürst du, wie die Klinge durch deinen Hals fährt.
Das Letzte, was du siehst, ist eine Gruppe zähnebleckender Orks, die sich dir nähert. Dann wird alles schwarz. Ich glaube, wir haben verloren. Ich check das Spiel irgendwie gerade nicht so ganz. Also es besteht fast nur daraus, dass du hier eine Geschichte nachspielst und von einem Punkt zum nächsten reichst, ja? Also ganz ehrlich, da lese ich lieber das Buch. Eins sei euch gesagt. Das ist nicht gerade die beste Möglichkeit, ein Buch zum Spiel zu machen. So, und die Folge ist auch gleich zu Ende. Wollte mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und wir machen das dann nochmal. Und diesmal werde ich halt ein bisschen vorsichtiger an die Sache herangehen. Es ist ja schließlich nicht unser Leben. Deswegen scheiß aufs Feuer, wir verstecken uns irgendwo. Und es ist ja auch nicht unser Geld, da können wir ruhig mal ein paar Wachen bestechen. Also, bis dahin. Auf Wiedersehen.